Während auf dem jüdischen Friedhof Kochendorf nur etwa 30 Steine den Zweiten Weltkrieg überdauerten, sind es auf dem Friedhof in Alsbach 2128. Die Gräber erstrecken sich über eine Fläche von rund 23.000 Quadratmeter. Mitten in diesem Gräberfeld steht der Grabstein von Rivka Rothschild, welche aber den bürgerlichen Namen Friederika führte. Die hebräische Inschrift auf der Rückseite gibt jedoch keinen Hinweis auf die Umstände ihres gewaltsamen Todes. Hier begraben die Gebeine einer koscheren Frau, die auf gerechten, geraden Wegen wandelte. Sie soll sich schnell erheben, wenn die Stunde der Auferstehung kommt. Rivka, Schimons Tochter und Aarons Frau von Pfungstadt, verstorben am 14. Tag des Monats Adar im Jahr 5666. Seit dem Tod ihres Mannes bewohnte Friederika die Hofreite in der Pfungstädter Pfarrgasse allein. Die 81-Jährige galt als wohlhabend und ihr wurde mehrfach aus Sicherheitsgründen geraten, jemanden bei sich im Hause wohnen zu lassen, worauf sie allerdings nie hörte. Trotz eines teilweise gelähmten Armes war sie noch rüstig und hatte ihren festen Tagesablauf, den alle in ihrer Umgebung gut kannten. Die Achtsamkeit der Nachbarn führte dazu, dass am Sonntag, den 11. März 1906, sehr schnell bemerkt wurde, dass etwas nicht stimmte. Die verständigte Polizei konnte zunächst nur feststellen, dass die Vermisste nicht im Haus war. Bei einer zweiten Suche am Montag fand man in dem verriegelten Holzstall Rothschilds Leiche auf dem Rücken liegend. Todesursache war offensichtlich ein Stich in den Hals. Die Polizei ging zunächst davon aus, dass sich die Frau in Geistesstörung den Stich in die Kehle selbst beigebracht hätte. Auch die zwei blutigen Fingerabdrücke an einem Türpfosten schrieb man ihr zu. Die Daktyloskopie, also die Auswertung von Fingerabdrücken, war in Deutschland erst 1903 eingeführt worden. In diesem Fall wurde das Chemisch-Technische und Hygienische Institut Dr. Popp und Dr. Becker mit der Untersuchung beauftragt und bestätigte die Annahme des Selbstmordes. Irgendwann fiel aber auf, dass die Tote gar kein Blut an ihren Fingern hatte und dass bei Selbstmord die Tatwaffe neben der Leiche hätte liegen müssen. Die Obduktion bestätigte schließlich, dass Rothschild erwürgt und anschließend erstochen wurde. Als auch noch 27 Mark, eine Damenuhr und ein Ring aus ihrem Sekretär fehlten, war klar, dass sie Opfer eines Raubmords geworden war. Im Pfungstädter Anzeiger wurde am Freitag, den 17. März, eine Beschreibung der gestohlenen Gegenstände veröffentlicht. Daraufhin meldete sich die 15-jährige Luise Krössmann bei der Polizei. Sie hatte am vergangenen Sonntag, dem Tag des Raubmordes, eine goldene Damenuhr von Adam Steinmetz geschenkt bekommen. Diese passte genau zu der beschriebenen Uhr in dem Artikel. Steinmetz wurde unverzüglich festgenommen und gestand die Tat. Der 20-Jährige war von Beruf Schleifer, hatte 7 Geschwister, 2 kranke Eltern und war bereits wegen Diebstahls vorbestraft.
Die Familie war auf mildtätige Unterstützung sowie den Lohn von Adam und seiner Schwester Babette angewiesen. Bis Februar 1906 arbeitete er beim Landwirt Engel in der hauseigenen Schleiferei und brachte Milch zu Kunden in Pfungstadt, darunter auch Friederika Rothschild. Dabei konnte Steinmetz die Witwe genau beobachten und wusste, wo sie ihr Geld in ihrem Sekretär aufbewahrte. Als sein Arbeitsverhältnis endete und die Miete fällig wurde, fasste er den Entschluss, die reiche Witwe umzubringen, in der Hoffnung, 1000 Mark zu erbeuten. Am Sonntag, den 11. März, versteckte er sich frühmorgens im Holzstall und wartete, dass Rothschild, wie üblich, ihr Brennholz holte. Adam hatte vor, sein Opfer zu erwürgen, hielt aber auch ein Messer in der Hand. Die Anklageschrift schildert den Mord wie folgt. Nach längerer Zeit trat die Erwartete richtig über die Schwelle. Der Angeschuldigte fasste sie alsbald mit beiden Händen derart am Hals, dass er ihr mit beiden Daumen den Schlund zudrückte, worauf dieselbe sofort lautlos zusammenbrach. Damit die Leiche nicht gleich gefunden würde, schaffte er sie in einen Nebenraum des Holzstalls. Hier bemerkte Steinmetz jedoch, dass sie noch atmete und stach ihr mit dem Messer mehrmals in den Kehlkopf. Er nahm ihren Hausschlüssel und durchsuchte den Sekretär nach Geld und Wertsachen. Statt der erwarteten 1000 fand er nur 27 Mark sowie eine goldene Uhr mit goldener Kette und einen goldenen Ring, der daran hing. Zurück zu Hause reinigte er das Messer und frühstückte, als sei nichts geschehen. Später am Tag ging er zu Luise Krössmann und schenkte ihr die Uhr. Den goldenen Ring erhielt einen Tag später Katharina Schneider aus Eberstadt. Statt bei den Mädchen einen Stich zu machen, wurden ihm die Liebesgaben zum Verhängnis. Am 17. März wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen. Im September 1906 fand die Gerichtsverhandlung in Darmstadt statt, von der beide Akten noch erhalten sind. Adams Verteidiger, Justizrat Dr. Hoffmann, versuchte auf Unzurechnungsfähigkeit zu plädieren. Im Philippshospital, einer psychiatrischen Anstalt, war Steinmetz auf seinen Geisteszustand untersucht worden. Dort wurde ihm bescheinigt, dass er ein geistig minderwertiger Mensch sein dürfte, der § 51 Strafgesetzbuch auf ihn jedoch nicht anwendbar sei. So wurde Steinmetz am 25. September 1906 wegen Raubmordes zum Tode verurteilt. 1907 begnadigte ihn der Großherzog mit der Begründung, dass er zum Tatzeitpunkt geistig minderwertig und vermindert schuldfähig war. Die Strafe wurde in eine lebenslängliche Zuchthausstrafe umgewandelt. Adam verbüßte seine Strafe vom 21. Januar 1907 bis zum 1. April 1920 im Landeszuchthaus Marienschloss in Butzbach. Im Laufe der Jahre bat er mehrfach um Straferlass. Auch seine Schwestern Margarete und Anna setzten sich mit Gnadengesuchen für ihn ein. 1919 wurde er mit der Auflage, dass er sich 10 Jahre nichts zu Schulden kommen lassen dürfe, auf Bewährung entlassen. Wegen Diebstahls, Blutschande und Anstiftung zur Abtreibung wurde er jedoch immer wieder zu Haftstrafen verurteilt. Erst am 13.01.1930 wurde er nach verbüßter Strafe entlassen, da seine Reststrafe wiederum in 10 Jahre Bewährung geändert wurde. Diese Bewährungszeit war 1940 offiziell beendet und er soll danach nicht mehr straffällig geworden sein. Ob er je Reue für den Mord an Friederika Rothschild empfand, ist unbekannt.